Hallöchen, ihr Lieben. Schön, dass ihr einschaltet. Ihr seid beim Stricken, Häkeln und Sticken. Ich habe jetzt schon die Maschmarkiere rausgenommen, bei manchen schon reingesetzt, weil ich gerade das zweite Mal das Video drehe. Und ich will aber nicht stückeln. Ich habe dazu keine Lust. Ich habe vorher leider nicht geguckt, ob ich noch Videos um hatte. Aber egal. Macht nichts. Ich kann es euch zum Glück zeigen. So. Ich zeig euch da erstmal das fertige Objekt. Mein Sternkissen ist. So sieht's aus. Und ungefähr hier war ich das letzte Mal. Da so ungefähr. Pi mal Daumen. Zeig's jetzt euch ungefähr. Und die Wolle hat mir ja nicht ganz gereicht. Ich hatte 4 Zacken von denen noch fertig gemacht. Und das hat mir gefehlt. Und ich habe mir ungefähr lila rausgesucht, weil auch lila drin ist. Und hier sind ja nur noch die 2 Lila-Töne. Jetzt ist eben hier oben ein bisschen blau. Macht nichts. So, das ist mein Sternkissen. Ach so. Und ich würde mir hier noch einen Knopf kaufen. Ich werde wahrscheinlich links, hinten und vorne Knopf kaufen und dann werde ich mir noch einen Knopf annähen. Einstricken. Genau. Das. Die Kuh. War ich ungefähr hier das letzte Mal. Genau, da war ich das letzte Mal. Da habe ich die hier oben gemacht, die 2 Öhrchen, das. Ja, komm her. Und den Körper. Jetzt fehlen mir bloß noch die Arme und die Beine und dann ist er fertig. Ich denke mir, er wird jetzt die Woche fertig werden. Ich finde die Kuh schön. Ich habe jetzt das Heft gerade nicht dabei. Ich zeige es euch nächstes Mal. Das Heft. Das Heft von der Kuh. Oh, ich finde sie so süß. Ich hoffe, dass die Steckaugen halten, weil ich habe mit die ein bisschen Probleme gehabt, bis es gehalten hat. Genau. Das wird eine männliche Kuh und ich mache nochmal eine weibliche Kuh. Und das wird ja für den Wünschewagen, genau. Das habe ich vorhin auch gar nicht erzählt, genau. Ich mache das ja für den Wünschewagen. Habe ich euch ja das letzte Mal schon erzählt. Und ich werde noch mehr Tiere häkeln für den Wünschewagen. Also hier. Und dann habe ich noch ein anderes Heft. Das zeige ich euch das nächste Mal. Ich möchte gerne nächste Woche vielleicht noch 2 Tiere anfangen. Nochmal eine Kuh aus das eine Heft. Und vielleicht schon aus der Figur aus der anderen Heft. Aber das bin ich mir noch nicht hundertprozentig sicher. So, mein nächstes Projekt. Da habe ich schon die Maschenmarkierer reingesetzt. Und zwar ist das ein Doppelfischschal, wird das auch Doppelfisch. Vergiss es, ist kein Spielzeugkatze. Das ist gelb. Genau. Ich muss mir, glaube ich, mal einen anderen Platz suchen. Oder ich gucke mal, dass ich ein Schlafzimmer vielleicht mal finde, dass ich da ein Video aufnehme, weil irgendwie ist das, kommt das hier nicht so schön rüber. Oder Küche? Nein. Genau. So, das ist gelb. Und hier hinten wird es grün. Und ich zeige jetzt mal die Seite, wenn man es besser sieht. Hier wird ein Stückchen schon vom Blatt. Der Stiel ist das schon vom Blatt. Hat mein Kind gedacht, ich habe einen Fehler reingeschrieben. Ich dann so, nein, 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 habe ich gesagt. Da ist kein Fehler drin, weil man das ja das Blatt genau gegen Gesetz strickt. Ich habe schon mal angefangen, da ist nochmal aufgetrennt, weil ich, ja. Wer lesen kann, am Ende, dass man die Beinmaschen, Quatsch, nicht die Beinmaschen, die 2 Fäden zusammenstrickt. Hab's natürlich extra gestrickt. Ist ja auch sinnvoll, eigentlich, wenn man zusammenstrickt. Da bleibt es ja auch zusammen, weil Doppelfieß ist ja hier in der Mitte, kann man es ja eigentlich auseinanderziehen. Ja, man sieht. Warte, ich zeig mal so. Aber wenn man ein Muster reinstrickt, dann nicht. Und ich finde, er ist auch ein bisschen dicker.
Mit der Schale. Genau, jetzt zeige ich euch nochmal den Schal, wie der aussehen soll. Und zwar, das ist das Heft Anna Strickt, wo Anna, genau, habe ich auch schon ein paar Mal reingehalten. Und das ist der Schal, den ich stricke. So soll er mal aussehen. Und das ist das Stück, was ich gesagt habe. Das ist gerade das Blatt, was ich gezeigt habe. Oh. Gezeigt habe. Genau. So. Jetzt komme ich zu meinem Großprojekt. Das wird uns wirklich noch eine Weile erhalten bleiben, weil ich bin immer noch nicht so weit. Ich zeige euch mal, wie der Maschmarkierer hängt. Ich habe jetzt auch nur einen Tag mal dran gesessen. So. Und zwar bin ich hier. Da war ich das letzte Mal und das Stück ist dazugekommen. Also, ich stehe jetzt mal auf. Ich hänge mal meinen Finger hier rein. Achso, die häkle ich mit einer Vierer-Häkelnadel. Stärke 4. Kann man sehen. Nee, erkennt man nicht. Also das Teil häkle ich in Stärke 4. Jetzt stehe ich mal auf und zeige euch, wie groß das geworden ist. So, den ganzen Film. Achso, meine Fäden lasse ich alle dran. Ich werde die nicht abschneiden nach jeder Runde, weil ich das Ding nochmal umhäkeln tue. So. So. Und. So. Also, wenn ich das jetzt auf den Fußboden lege, das ist schon so groß. Genau, wenn ich das auf den Fußboden lege, ist es schon so groß. Und da muss man ein ganz schönes Stückchen ran. Ja, das passt. Natürlich, wenn man so hin sieht, das besser. Genau, so ein Stückchen. Also, da muss ich noch ein ganz schönes Stückchen häkeln, dass ich da hinkomme. So, ich werde jetzt den Maschenmarkierer wieder versetzen. Ich schmeiße einfach das Dicke da runter. So, jetzt habe ich ihn richtig reingesetzt. Da habe ich ihn gerade versetzt. Ich finde ihn aber auch gut, den großen, muss ich sagen, weil man sieht wirklich, wie weit man gestrickt hat. Gehäkelt hat. Das ist ja gehäkelt. Entschuldigung, gehäkelt. Putze jetzt kein Spielzeug, meine Fietchens. Genau. So. Und jetzt möchte ich euch nochmal mein altes Buch vorstellen, das ich lese immer noch. Und zwei neue, die ich als nächstes lesen möchte. Und dann sind wir eigentlich durch. Jetzt gibt es gar kein gestricktes mehr. Das habe ich ja schon gelesen. Das Stückchen lese ich. Möchte ich gerne, mal gucken, ob ich es heute noch schaffe. Ich möchte gerne das Stückchen heute noch zu Ende lesen. Aber es ist schon 5:30 so, abends. Ja. Genau. Ich habe das euch schon mal vorgelesen. Ich lese es jetzt nicht mehr vor. Ich könnt ja selber noch mal gucken. Hier hinten gibt es noch mal zwei andere Bücher. Die würde ich mir auch mal irgendwann mal holen. Da. Die kann ich euch vorlesen. Ich koch dich tot. Oder gib mir Schatz. Der Kaktus ist hier, gib mir Schatz. Und das ist koch mich tot. Ich muss mal sagen, das Buch ist sehr interessant.
Auch sehr spannend. Vor allem das letzte Stück. Ich bin echt mal gespannt, ob sie nach Italien schaffen zu fahren, die Rentner. Mal gucken. Was weiß ich eben nicht. Das weit bin ich noch nicht. Aber da bin ich echt gespannt. Aber ich will nicht so viel jetzt erzählen, weil es ist ja schon fast durch, das Buch. Und ich bin immer so jemand, der die spannendste Seite erzählt. Da habe ich hier das Buch Eine Katze sucht das Glück. Ich würde es so machen, ich würde es nochmal euch vorlesen, wenn ich das Buch hinten an, wenn ich das Buch anfange, dann lese ich euch hinten auch das vor, was hinten drauf steht. Das wäre ziemlich Quatsch, dann würde ich es dann nochmal lesen. Genau, das habe ich. Und dann habe ich das. Ich liebe dich. Ich liebe ja so eine Bücher. Ich mag so ein Liebesschmolzen richtig gern. Genau, so, das ist. Also eins von den beiden wird ihr jetzt mal als nächstes sehen. Mal gucken, welches von den beiden. Ich finde ja beide schön. Aber beide gleichzeitig anfangen, das bringt mir nichts. Ich kann ja mal gucken, ob man mal Bilder vielleicht sieht. Manchmal haben sie ja sowas drin. Hätte ich vorher gucken können. Ne? Hier nicht. Aber ich denke mal hier auch nicht. Ne. Gut. Also es sind meine zwei Bücher, die ich jetzt als nächstes dann lesen werde. Ach so, habe ich jetzt, ich weiß gar nicht, habe ich jetzt erzählt? Wenn ich die Kuh fertig habe, möchte ich wahrscheinlich nächste Woche vielleicht zwei Tiere anfangen, aber ich bin mir noch nicht so sicher. Oder die Woche besser gesagt. Obwohl die Woche schaffe ich es nicht. Weil jetzt die Woche habe ich Arzttermine. Eigentlich war es nicht so spät. Ich hoffe, dass es klar geht morgen. In Corona weiß ich ja nie, ob ich den Arzttermin wahrnehmen kann, aber ich denke mal schon. Habe ich vergessen anzurufen, Pech. Genau. Habe ich euch noch was zu zeigen? Ich könnte euch das eine Buch von mir mal zeigen. Zwar das. Hier möchte ich gerne ein paar Tierchen raushäkeln. Hier sind schöne Tiere drin. Ich mache es jetzt nicht auf, ich werde es euch nicht zeigen, weil ich möchte ja eh hier draus Tiere häkeln für den Wünschewagen. Und da dachte ich, zeige ich euch noch das Buch. Ich weiß, den Elefanten habe ich schon mal gehäkelt, weil ich von einer Arbeitskollegin damals das Buch gekriegt habe. Und da habe ich Elefanten rausgehäkelt. Aber ich bin mir nicht sicher, was der war. Ach, die anderen sind ja nicht drin. Guck grad mal durch, ob das drin ist, aber ich glaube nicht. Finde ja auch, der stinkt hier süß. Nehmen wir jetzt mal das Buch. Ist egal, ob der den Hasen noch nicht sieht. Ich benutze die Schrift nicht. Oh. Das stinkt hier, finde ich auch genial. Den hätte ich auch Bock, richtig zu häkeln. Und hier drüben ist ein Hase. Und dann schiebt man ein Stück so. So sieht das Häschen aus. Finde ich auch niedlich. Kann es ja auch noch mal vergrößert zeigen. So, das ist das Häschen. Und hier. Und das Häschen so niedlich. Und dann kommt ein Füchschen.
Was haben wir noch? Oh. Wie war es eigentlich? Ich wollte keine Tiere zeigen. Hier ist auch eine Kuh drin. Ups. Sind sie Kuh? Kuh. Guck mal, hier ist auch eine niedliche Kuh drin. Ich muss gucken, dass ich die Anleitung häufig so verticke. So, da. Das. Die werde ich auch nochmal machen, weil ich die echt niedlich finde. Finde ich sogar ein bisschen süßer als die erste Kuh. Genau, so. Genug Tiere gezeigt. Also hier habe ich auf jeden Fall vor, bisschen mehr zu häkeln zurzeit. Achso, warum ich das Ding trage, habe ich euch auch noch mal erzählt. Ich trage zurzeit die Schiene. Ich habe mein blöd was gehoben. Und seitdem trage ich das. Nee, ich habe es am Anfang nicht getragen, weil ich dachte, ach, das geht ja von alleine weg, aber nein. Dann habe ich mein Fahrrad hochgeholt aus dem Keller und dann hat es gleich nochmal gezogen. Und seitdem habe ich dann gedacht, gut, am Anfang war es dann nicht mehr so schlimm, da dachte ich, gut. Und umso wird es immer schlimmer, dass ich jetzt musste doch mal die Schiene wieder tragen. Also sobald ich so mache, also wenn ich jetzt das habe, hier. Na, Putzi, was machst du denn? Ach nee, doch nicht. Wenn ich die Hand so habe und so nach hinten beuge, dann zieht es hier. Zur Zeit. Also ich muss wirklich versuchen, nicht überdehnen die Hand. Und deswegen weiß ich, dass ich eine Sehnenentzündung habe, weil ich habe die schon mehrmals gehabt. Nicht meine allererste. Ja, putzen möchte auch mal gerne wieder ins Bild. Gut. Ja, sitzt du fein gut. Da seht ihr. Ein Stückchen von der Seite. Genau. Ja, was der alles so findet, verlinke ich ja eh immer unten drin. Die Bücher zum Beispiel. Sternkissen könnt ihr auch selber eigentlich eingeben. Das ist eine kostenlose Anleitung. Das andere ist aus dem Heft. Also ich mache eigentlich mehr Heftanleitungen als was anderes. Genau. So. Ja, du stehst vorm Bild, Katz. Das fanden sie bestimmt nicht toll. Komm mal her, Dicke. Komm mal her. Außerdem hast du eh runterzugehen vom Tisch. Da brauchst du nicht rummeckern. Ist so. Genau. So, ich werde mir jetzt noch ein bisschen ein Buch lesen und euch hochladen. Hier wieder meinen Kram so ein bisschen beseitigen. Und mal gucken, was ich morgen mache. Ich werde wahrscheinlich morgen mal wieder ein bisschen stricken oder die Decke. Ich will ja unbedingt die Decke fertig haben, bevor ich wieder arbeiten gehe. Weil ich aber nicht weiß, wann. Also eigentlich hoffe ich ja jetzt wirklich. Oder ich fange nichts Neues an und mache wirklich die Kuh fertig. Fange vielleicht noch eine Kuh an, den Schal. Und das, dann hätte ich ja drei Sachen auf den Nadeln. Oh, ich mache nur die Kuh fertig, hätte ich ja wieder ein fertiges Teil und mache versucht, die Decke fertig zu machen. Aber ich weiß es noch nicht. Weil die Decke würde ich schon gerne die Woche fertig haben. Also zumindest die Höhe. Was heißt, das hat sie mir auch schon gesagt, sie möchte gerne die Höhe fertig haben und dann hatte ich es nicht. Ein bisschen muss ich noch. Ich habe gerade zu meiner Katze geguckt. Und genau, ein bisschen muss ich noch und dann mal gucken. Also ist mein Ziel wäre wirklich, dass ich die Kuh fertig mache und die Höhe von der Decke. Und dann, dass ich danach vielleicht das andere anfange, was ich eigentlich plane. Ja, für den Windschuhfang möchte ich auch so gerne so viele Sachen machen. Ich habe so viele Ideen, aber ich kann nicht alle umsetzen. Ich möchte gerne noch einen Schal stricken und noch einen Schal stricken und Bücher lesen möchte ich jetzt.
Da bin ich eigentlich eine lahme Schnecke, was das angeht. Also Bücher lesen bin ich echt. Obwohl, wenn ich ein richtiges, tolles, interessantes Buch habe, habe ich auch schon mal eine Nacht durchgelesen oder eine halbe. Da ich mich richtig, da war ich. Das war mal Ostwind, aber ich weiß nicht mehr welches. Ostwind 2 oder so, oder das allererste von Ostwind, weiß ich nicht mehr. Das habe ich nicht mehr. Das war so spannend, lustig. Eigentlich ist es ein Kinderbuch, aber auch sowas lese ich manchmal gern. Genau. So, mehr habe ich nicht. Also, dann wünsche ich euch noch eine schöne restliche Woche. Egal, wann ihr das Video jetzt guckt. Oder wenn ihr am Wochenende gucken solltet, wünsche ich euch ein schönes Wochenende. Und dann bis nächste Woche. Tschüss!